Liebe Leute und Leutinnen, bei mir jetzt Birgit Monzen. Wer das Gesicht nicht kennt, schnell erklärt, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung in Dresden. Und der geneigte Zuschauer weiß, diese Amtsleiter, die haben die wahre Macht. Lass doch die Präsidenten reden. Die Amtsleiter, die haben die Budgets. Frau Monzen, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Geschäfts. Ja, Karrierestart 2010, die dutzendste Messe, das Dutzend ist voll zum 12. Mal. Frau Monzen, aus Ihrer Sicht, Sie sind einer derjenigen, der in dieser Stadt Einfluss nimmt auf Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik. Erklären Sie mir, was können Sie hier für die Jugendlichen tun? Was erwarten Sie auch von den Jugendlichen? Ja, als erstes Mal erwarte ich, wenn ich damit anfangen darf, von den Jugendlichen Neugier. Neugier, dass sie sagen, das gucke ich mir an, da will ich mal reinriechen, das kann für mich interessant sein. Vielleicht ist es gar nicht mal der unmittelbare Leidensdruck, ich muss mir jetzt was suchen, sondern dass ich im Grunde genommen auch mich interessiere für, was gibt es denn noch alles. Ja, aber Frau Monzen, ist doch viel bequemer auf der Couch zu sitzen und Counter-Strike zu spielen. Mutti kocht mein Essen und abends gehe ich in eine Wanne und dann spiele ich nochmal und gehe schlafen. Warum soll ich denn auf die Messe kommen? Ist so langweilig. Klar ist das einfacher und klar macht es vielleicht auch für den Moment mehr Spaß. Aber irgendwann holt, glaube ich, jeden Jugendlichen so die nackte Wahrheit und der Ernst des Lebens ein. Und von daher wünsche ich mir so einen Erkenntnisprozess. Vielleicht geht man auch mit Jugendlichen gemeinsam. Vielleicht spricht man auch mal mit seinen Eltern drüber. Es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man das mal tut. Und vielleicht sucht man auch viel mehr das Gespräch in der Schule, ohne dass die Lehrer es verordnen, sondern indem man sagt, darüber möchten wir jetzt mal sprechen, könnte ja sein, es gehört nicht zum Lehrplan. Ich hörte sowas, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie praktisch Menschenbildung, die Lernen und was kann ich werden, in der ganzen Bandbreite, wie man beraten kann, auch als Lehrer, nicht zum Unterrichtsstoff gehören soll. Also ich könnte mir da was anderes vorstellen und ich werbe auch bei den Lehrern, mit denen ich ins Gespräch komme dafür, dass sie sich selber auch mal kundig machen, dass sie schauen, die Gymnasiallehrer, wir haben hier 18 Hochschulen, Universitäten, wir haben Ampere für Australien, wir haben die EADS, wir haben große Unternehmen da, was kann man auch den Kindern mit auf den Weg geben, den Schülern, den angehenden Studenten, wo sie sich entwickeln können. Lehrer, aufgepasst, auch ihr könnt noch was dazulernen, selbst meine Mutter sagt immer noch dazu, Lehrer sind die meisten, sind die auch am ehesten lernfähig sind. Wenn die Schüler von den Lehrern nicht mitkriegen, wie Bildungschancen gehen, wie Bildungssysteme funktionieren, Stichwort duales System, wird das alles nichts. So ist es. Wir haben ja jetzt viele junge Leute hier gesehen. Was glauben Sie, wie viele Jugendliche insgesamt werden es auf diese Messe geschafft haben? Das ist eine schwere Frage. Viele. Viele stimmt in jedem Fall. Ich denke, mehr Jugendliche als Erwachsene. Ja, den Eindruck habe ich auch. Absolut. Und das Tolle dabei ist, Jungs, hier laufen echt schicke junge Mädels rum. Richtig. Und teilweise allein. Und Mädels, hier laufen echt smarte Typen rum. Ja, schon deswegen lohnt sich das, hier mal herzukommen. Genau. Frau Monzen. Man kann eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Man kann auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Haben die hier live geübt. Frau Monzen, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Dienstverrichtung. Bleiben Sie uns gewogen. Ja, tschüss. Klar, danke. Tschüss.